Herr Bockelmann, sehr schön, dass Sie es einrichten können. Sie sind von der Firma Dornbach, richtig? Sehr richtig, ja. Alles klar. Und was machen Sie bei dieser Firma? Was für eine Position haben Sie da inne? Ja, mein Name ist Heiko Bockelmann. Ich bin Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und bin dort geschäftsführender Gesellschafter. Alles klar. Dann lassen wir uns doch jetzt erstmal auf die Reise Dornbach ein. Was ist das für eine Firma? Was macht die? Was zeichnet sie aus? Ja, also Dornbach gehört zu den großen mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland. Wir haben an 20 Standorten in Deutschland über 500 Mitarbeiter und unser größter Standort ist hier in Koblenz. Und wir betreiben seit 1954 eben das Geschäft mit Wirtschaftsprüfungen und Steuerberatung, das heißt der Beratung insbesondere von mittelständischen Unternehmen, aber auch von, ich sag mal, staatlichen Einrichtungen, öffentlichen Unternehmen und auch gemeinnützigen Einrichtungen. Das sind unsere Tätigkeitsfelder. Alles klar. Würden Sie sagen, Sie haben eine Form von Alleinstellungsmerkmal im Bereich jetzt von Wirtschaftsprüfer und Steuerberatern im Vergleich zu anderen Unternehmen? Ja, das ist ein bisschen schwierig in der Branche, aber vom Prinzip gibt es so ein paar Dinge, die uns vielleicht tatsächlich von unserem Wettbewerb abheben. Zunächst mal ist es unsere internationale Arbeit, die wir tun. Wir sind Mitglied in einem chinesischen Netzwerk und da sind wir die einzige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Deutschland, die in einem asiatischen Netzwerk sozusagen tätig ist. Die anderen Netzwerke sind alle angloamerikanisch. Das ist vielleicht mal ein Punkt im Bereich international. Ein anderer Punkt ist vielleicht unsere flache Hierarchie. Also wir haben, sage ich mal, eine sehr flache Hierarchie. Wir haben nach wie vor das Prinzip One Face to the Customer. Das heißt, wir haben einen mandatsverantwortlichen Partner, der den Mandanten mehr oder weniger vollumfänglich betreut, allerdings nicht alleine, sondern mit eben doch einer Vielzahl an Mitarbeitern im Hintergrund, die dann entsprechendes Spezialwissen auch haben, weil die Welt heutzutage ist eben so kompliziert geworden, dass eine einzige Person das nicht mehr alleine stemmen kann. Aber das sind vielleicht so zwei Merkmale, die man da vielleicht nennen kann. Ja, hört sich auf jeden Fall interessant an. Und dass Sie jetzt hier sitzen, das hat auch einen bestimmten Grund. Sie suchen Unterstützung. Personelle Unterstützung. Was muss die denn mitbringen? Jetzt habe ich schon gehört, Sie haben da auch Kontakt mit China. Muss man da auch Chinesisch können? Was muss denn jemand mitbringen, der bei Ihnen arbeiten möchte? Ja, nein, also überhaupt nicht sozusagen, weil, wie gesagt, wir haben Spezialgebiete, die wir dann, und das ist ein Bereich davon. Wir haben da sind wir eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Wir haben schon sowas wie 5 Muttersprachler, die bei uns dafür arbeiten. Das suchen wir jetzt nicht. Was wir jetzt hier suchen, speziell auch am Standort Koblenz, das ist eigentlich so eine ganze Palette an Mitarbeitern. Wir haben in den letzten Jahren ein sehr starkes Wachstum erzielt. Wir haben neue Bürogebäude, Büroräume bezogen in der Nähe von IKEA, Anton-Jordan-Straße. Das sind also ganz tolle, moderne Büroräume, die wir da unseren Mitarbeitern dann auch bieten können. Was suchen wir jetzt konkret? Also wir suchen, sage ich mal, von unten angefangen, also im Ausbildungsbereich, ja, wir suchen also Leute, die eine Ausbildung vielleicht machen wollen, Steuerfachangestellte. Wir suchen ausgebildete Leute, Bilanzbuchhalter, Steuerfachangestellte, sehr dringend. Wir haben also sehr starkes Wachstum in diesem Bereich gehabt und haben eigentlich mehr Aufträge, als wir eben Mitarbeiter haben, was eigentlich nicht so gut ist. Und wir suchen dann für den Bereich Prüfung und Steuerberatung, suchen wir, ich sag mal, Universitätsabsolventen, also im Bereich der Prüfung. Sehr gerne Masterstudenten, aber wir haben natürlich auch enge Kontakte zur Hochschule Koblenz. Also auch Bachelorstudenten können sich gerne bei uns bewerben. Also da haben wir auch gerade einen größeren Bedarf für nächstes Jahr. Also ich sag mal so 3 bis 5 Stellen haben wir da zu vergeben. Also wer jetzt gerade studiert und zuhört, gerne bei uns melden. Dann haben wir darüber hinaus auch immer Bedarf an, ich sag mal, Berufsträgern. Also wer Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer schon ist und vielleicht hier in der Region arbeitet, kann auch gerne mal zu uns Kontakt aufnehmen, weil, wie gesagt, auch dort haben wir zurzeit wirklich einen großen Bedarf, kann man sagen, ja. Jetzt hört sich das ja eigentlich schön an, mehr Aufträge, als man noch Personal hat, aber dem muss man natürlich entgegenwirken, um dem Ganzen auch gerecht zu werden. Aber ist ja interessant zu wissen, jegliche Karriereleitern, also egal auf welcher Stufe man sich befindet, kann man jetzt momentan bei Ihnen vielleicht einen Job finden. Fantastisch. Genau. Dementsprechend ist die Frage, was man mitbringen muss, erübrigt sich ja dann, weil man halt je nachdem, wo man einsteigt, dann auch verschiedene Voraussetzungen mitbringen muss. Völlig richtig, genau. Das betrifft dann die fachliche Thematik. Aber was sicherlich für alle gilt, ist, die bei uns neu anfangen, Sie sollten teamfähig sein. Also wir arbeiten sehr stark irgendwo in Teams letztlich. Das ist für uns wichtig. Sie sollten neugierig sein, also auf neue Herausforderungen. Ja, sollten also gerne irgendwie sich auch für neue Dinge mal interessieren und da vorwärts kommen wollen. Ein bisschen ehrgeizig auch sein sollen sie sein.
Und dann wäre das eine sehr gute Basis, sage ich mal, um bei uns ja, durchzustarten. Ja? Also wir haben halt flache Hierarchien, das hatte ich ja schon erwähnt. Das bietet natürlich im Umkehrschluss dann auch erstens, schnelle Übernahme von Verantwortung ist möglich. Zweitens, ein schneller Aufstieg ist eigentlich auch möglich. Also wer sich reinhängt, der kann bei uns eben auch schnell in wirklich verantwortungsvolle Positionen kommen. Im Prüfungsbereich wäre das dann eben die Prüfungsleiterposition und im steuerberatenden Bereich dann eben der Steuerberater an sich, jeweils mit Personalführung verbunden. Also da gibt es sehr gute Möglichkeiten, glaube ich. Und wie gesagt, wir arbeiten halt immer Mitarbeiter direkt mit dem zuständigen Partner, sodass dann eigentlich ein wirklich ja, sehr effizientes Arbeiten möglich ist. Alles klar, dann ist natürlich jetzt noch die Frage, was wird denn dafür geboten? Was bietet denn Dornbach seinen Angestellten, außer die flachen Hierarchien, die wir jetzt schon hinreichend erwähnt haben? Aber was wird denn geboten? Ja, was wird geboten? Also ich denke, was wir bieten, ist ein gutes Personalentwicklungskonzept. Also wir legen halt einen großen Wert darauf, dass sich unsere Mitarbeiter halt fortbilden können in dem Bereich, wo sie auch wirklich später tätig werden wollen. Ist natürlich jetzt nochmal unterschiedlich danach, auf welcher Stufe sie anfangen. Aber wir haben vor 2 Jahren eine eigene Dornbach-Akademie gegründet, indem wir unser Fortbildungsangebot bündeln. Und wir haben es auch nochmal deutlich ausgeweitet. Das heißt also, wir haben dort die ganzen fachlichen Fortbildungen aufgehangen. Das ist sowohl im steuerlichen als auch im prüferischen Bereich. Aber wir haben auch den Bereich Soft Skills mit aufgenommen. Also wir schulen unsere Mitarbeiter jetzt auch im Bereich Soft Skills. Wie kann ich mir das vorstellen? Eine eigene Akademie, ist die dann auch, also hat die einen Ort, hat die ein Gebäude, wo dann ausgebildet wird? Oder wie? Dem ist nicht so. Also die Akademie ist erstmal die Zusammenfassung unseres Fortbildungsangebotes. Ach, und das ist sehr unterschiedlich. Also das meiste wird bei uns selber durchgeführt. Im Augenblick natürlich viel online oder auch mal hybrid. Also wir haben bei uns im neuen Bürogebäude eben einen sehr großen Konferenzsaal. Da passen bis zu 120 bestuhlte Personen rein. Und da haben wir eigentlich in der Regel unsere Fortbildung dann auch stattfinden lassen vor Corona. Und jetzt ist es halt so, dass wir es komplett online machen, aber auch mit sehr guten Tools. Funktioniert eigentlich auch ganz gut. Hat den Vorteil, dass die Standorte natürlich, die anderen Standorte auch sehr gut teilnehmen können ohne große Reisezeiten. Also das ist dann auch wieder ein Vorteil. Werden wir auch in die Zeit natürlich retten nach Corona. Also da haben wir die eigene Fortbildungsmöglichkeit. Und dann gibt es aber auch noch ein paar externe, wo man dann extern irgendwo hingeht. Aber das meiste machen wir schon irgendwie bei uns oder online. Okay. Und dann jetzt weiter zu den Vorteilen. Also Sie haben jetzt interne gute Weiterbildungsmöglichkeiten für diejenigen, die bei Ihnen angestellt sind? Also die Weiterbildungsmöglichkeiten, und daran gekoppelt ist dann das Personalentwicklungskonzept letztlich. Das heißt also, wir gucken halt dann wirklich mit jedem Mitarbeiter, was möchte ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin, wo sehe ich mich, wie komme ich da hin, was muss ich für eine Fortbildung machen, was muss ich für Skills entwickeln, um da hinzukommen. Und da gehen wir einfach mit individuell auf die Leute ein. Jeder will was anderes. Also bei uns ist alles möglich. Man kann einfach den Job machen gut, dann ist es auch super und wir sind alle glücklich. Man kann auch Geschäftsführer werden wollen, das ist alles möglich, das ist kein Problem. Man muss es halt nur für sich definieren, muss sich natürlich auch richtig einschätzen. Und wir tun dann auch alles, dass das dann da auch hinkommt. Also wir unterstützen den Mitarbeiter in dieser Hinsicht. Wir haben natürlich eine leistungsgerechte Bezahlung, Freistellung für die Examen. Wir haben so Gymics wie kostenlose Parkplätze, kostenlosen Kaffee, Obstkorb. Also diese Gymics, die haben wir auch alle, das ist auch klar. Weil, wie gesagt, wir wollen, dass die Leute sich bei uns wohlfühlen. Wir haben diese sehr modernen Bürogebäude bei uns, Top-Ausstattung. Also wir haben nur die modernste EDV-Ausstattung. Und ich denke, die Mitarbeiter sind einfach super happy, die fühlen sich da einfach wohl. Ne? Wir haben in dem Gebäude so eine Steueroase, das ist so, da kann man da seine Mittagspause verbringen. Steueroase haben wir über so einen Mitarbeiterwettbewerb sozusagen ausgelobt, mal im Rahmen einer Weihnachtsfeier. Der Gewinner hat 50 Euro gekriegt und das ist ein total toller Ort, weil da ist eine kleine Terrasse dran, steht auch ein Grill draußen, dann grillen wir ab und zu mal und machen auch mal solche Veranstaltungen einfach mal privat. Und wie gesagt, das hört sich ja dann doch recht familiär an, obwohl Sie sagten, 500 waren es verteilt. Jetzt hier am Standort gucken. Genau, 500 waren es über die 20 Standorte. Ja. Trotzdem, klar, wir sind hier über 100 Mitarbeiter am Standort in Koblenz. Das ist natürlich schon groß. Also familiär ja, aber es ist natürlich schon sehr groß. Also ich sag mal, es ist dann mehr halt, also ich sag mal, in den Bereichen, wo die Mitarbeiter dem Partner zugeordnet sind. Ne? Wir haben da so, weiß nicht, 9 Partner. Das heißt, also da ist es natürlich dann runtergebrochen etwas weniger. Und wir machen es auch mal so themenbezogen halt vor Corona alles. Ne? Haben wir mal ein Oktoberfest gemacht oder so. Und da können dann halt alle kommen. Und solche Sachen haben wir gemacht. Das war eigentlich auch sehr schön. Aber das haben wir jetzt coronamäßig natürlich jetzt im Augenblick, machen wir das natürlich nicht. Also das ist auch klar. Ne? Das ist gerade ein bisschen pausiert. Aber klar, es ist eine kleine Firma trotzdem. Also insbesondere in dem engen Arbeitsumfeld, in dem man da unterwegs ist.
da hat man doch schnell, sage ich mal, ist man da sehr gut eingebunden, glaube ich. Mhm. Dann vielen Dank, Herr Bogelmann, für Ihre Zeit. Ich gebe Ihnen jetzt nochmal gerade die Möglichkeit, direkt an die Zuschauer gerichtet zu sagen, wo man sich denn am besten bewirbt, wie man sich da mit Ihnen in Verbindung setzen kann. Mhm. Ja, sehr gerne. Also wir haben ein Karriereportal, da kann man also seine Bewerbung sehr einfach elektronisch hochladen. Ansonsten, klar, wir sind natürlich hier in Koblenz-Anton-Jordan-Straße auch einfach zu finden über das Telefonbuch. Unsere Personalreferentin ist die Frau Jasarewitsch, das ist die Ansprechpartnerin. Wie gesagt, der einfachste Weg wäre es über das Karriereportal, einfach Bewerbung hochladen und dann werden wir uns auch unmittelbar bei Ihnen sofort melden. Das wäre toll.